Also ich habe wirklich wahnsinnig viel gelesen wieder im Dezember, aber so ein bisschen was ist dann trotzdem wieder auf dem Sub gewandert. Und wenn euch interessiert, was ich von den neuen Dezemberbüchern noch nicht gelesen habe, dann bleibt dran, dann sehen wir uns jetzt gleich im Video. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Also ich habe hier noch einen ganzen Stapel Bücher vom Dezember, die eingezogen sind, aber noch nicht von mir gelesen worden sind. Und ich sage euch gleich, es ist ganz schön Festa-lastig, weil viele Bücher im Festa Verlag erschienen sind, die ich noch nicht gelesen habe. Ich starte direkt mal, sind auch noch original verpackt, ja, aus der Action-Reihe, Die Geiseln. Von Joel C. Rosenberg, einer der erfolgreichsten Thriller-Autoren der USA. Und ich kann euch gar nicht so genau sagen, worum es geht. Es geht auf jeden Fall um kompromisslose Islamistenführer, die vor nichts zurückschrecken. Also es geht wahrscheinlich mal wieder um Terror und um Krieg. Und ja, ich lese ja momentan komischerweise sowas ganz gerne, auch wenn ja das ganz schön maskuline Action-Thriller sind, kann man das so sagen, und ich so ein bisschen doof bin, was solche Bücher betrifft. Wo ich mich richtig drauf freue, ist Hellhound, ja, von Ken Greenhall. Das ist ja in der neuen Reihe von Festa erschienen, Pulp Legends heißt die. Das hat nur 222 Seiten und ich weiß, dass ich das definitiv im Januar lesen werde, dass es nicht lange auf dem Sub liegen bleiben wird. Es geht irgendwie auf jeden Fall um einen Hund, der plötzlich ganz komische Gedanken hat. Zum Beispiel, dass es sein Frauchen mal irgendwie von der Treppe schubsen könnte. Und nachdem es ein Horrorroman ist, nehme ich mal an, wird es ganz interessant. Also die Adams, die haben mir ja ganz gut gefallen. Und das ist jetzt eben der zweite Band, der in dieser Reihe erschienen ist. Dann, was wahrscheinlich noch leider ein bisschen länger auf dem Sub liegen bleiben wird, ist ja, Tag der Abrechnung von Chuck Palahniuk. Ja, ist in der Must-Read-Reihe im Festa Verlag erschienen. Und ja, ich lese die auch alle noch, aber es sind noch so viele Bücher momentan, die Priorität haben. Also ich werde es schon dieses Jahr lesen, denke ich, aber es wird noch ein bisschen dauern. Ich lese mal ganz kurz, um was es hier geht. Um die Kontrolle nicht zu verlieren, führen die machtgeilen Politiker der Welt an den Rand eines dritten Weltkrieges. Und die Medien lügen dem Volk eine heile Welt vor. Aber in Wahrheit bietet sich den Menschen nur eine trostlose Zukunft. Doch immer mehr lesen ein mysteriöses Buch und lernen seine Anweisungen auswendig. Sie sind bereit, sich von den Eliten zu befreien. Der Tag der Abrechnung ist nahe. Ich finde, es klingt sehr interessant und ich freue mich auch, das zu lesen. Aber wie gesagt, also momentan haben ganz viele andere Bücher Priorität. Das nächste zum Beispiel, und zwar von Richard Layman, Der verrückte Stan. Und das ist einfach nur eine Kurzgeschichtensammlung, die in der Horror- und Thriller-Reihe erschienen ist vom Festa Verlag. Und ich freue mich da sehr drauf. Und ja, wie böse deine Fantasie auch sein mag, die von Richard Layman ist schlimmer. 23 bitterböse Geschichten des Kultautors. Also ich denke Januar oder Februar, ich weiß nicht, ob ich es im Januar noch schaffe, aber Februar definitiv. Und ja. Ich finde das Cover übrigens sehr interessant. Erstens ist es grün, das ist meine Lieblingsfarbe, und ja, ein bisschen verstörend schaut es schon aus. Was aber definitiv jetzt als nächstes ganz zeitnah jetzt noch gelesen wird, und das hat komischerweise auch nur 170 Seiten, und ich glaube, das wird jetzt im Januar oder Februar dann auch schon fortgesetzt, und zwar ist es Blood and Roses Buch 1 von Kelly Hart, und das ist auch erschienen im Festa Verlag in der Dark Romans Reihe, und es ist schon ausgepackt, weil ich es eigentlich schon beginnen wollte und sich dann noch ein Buch dazwischen gemogelt hat, die Dani Atkins, die ich nur mal anlesen wollte. Ja. Ich bin nicht stolz auf die Dinge, die ich getan habe, doch ich musste Alexis finden und wäre sogar bereit gewesen, für meine Schwester zu sterben. Ja, Alexis ist wohl seit 6 Monaten verschwunden und ja, die Schwester sucht sie dann oder so. Ja, 170 Seiten. Ich bin natürlich gespannt und ich denke, das wird definitiv im Januar gelesen. Und das hier wird im Februar gelesen, nämlich Outliers, die Suche, die Bedrohung.
Nee, Outliers 2, die Bedrohung. Im ersten Band, also es gibt dazu schon eine Videorezension, die ich euch gerne nochmal in der Infobox verlinke. Ich hatte ja das vorbestellt und im Februar oder im März erscheint dann der dritte Teil und spätestens dann werde ich hier den zweiten Teil lesen. Dann kann ich den nämlich hintereinander weglesen. Und zwar geht es in Outliers, im ersten Band ging es auf jeden Fall darum, dass die beste Freundin verschwunden war und sie sich auf die Suche macht mit dem dubiosen Lover von der besten Freundin und sie machen sie auch ausfindig, ohne zu viel zu spoilern und ja, man weiß die ganze Zeit nicht, worum geht es eigentlich. Ist es so ein mystischer Jugendthriller? Ist es ein Jugendthriller? Ist es ein Jugendbuch? Ist es ein Spannungsroman? Man weiß nicht, in welches Genre man das einteilen kann. Jetzt am Ende des ersten Bandes weiß man es schon, aber jetzt möchte ich halt natürlich nicht mehr viel erzählen, weil, keine Ahnung, ich möchte euch ja auch nichts vorwegnehmen. Und ja, ich freue mich sehr darauf, das weiterzulesen, weil es endete nämlich ziemlich spannend. Und also spätestens Februar oder März kommt das zu meinen Want-to-Reads. Im Januar noch nicht. Auch das soll eigentlich ganz gut sein, wobei meine Annika fand das, glaube ich, nicht so toll. Tomorrow War, die Chroniken von Max, das ist, glaube ich, auch in der Action Reihe erschienen und das ist so ein Endzeitkriegsding. Eine Hyperinflation erschüttert die US-Wirtschaft. Es wird für die Menschen immer schwieriger, Nahrung, Wasser und Strom zu bekommen. Dann verhängt die Regierung das Kriegsrecht. Gepanzerte Militärfahrzeuge patrouillieren auf den Straßen und schränken jede Freiheit ein. Doch ein Mann erhebt sich, um gegen das eigene Land zu kämpfen. Aber die lebenswichtigen Vorräte werden knapp und damit auch die Zeit. Es hat nicht so viele Seiten, ich glaube so um die 300 würde ich jetzt mal schätzen. Und das wird jetzt auch nicht lange auf dem Sub versauern, einfach ja, weil es ziemlich dünn ist. Dann ist noch ein Rezensionsexemplar hier eingezogen, das ich noch nicht geschafft habe zu lesen. Das ist aber auch erst, wie gesagt, im Dezember eingezogen und zwar vom Diana Verlag So viele Jahre. Und es geht wohl um eine Familie, die nach außen hin total perfekt ist, aber außen hui, innen pfui. Es ist ja auch oft so, man schaut sich so ein Bilderbuchpaar im Freundeskreis vielleicht an und denkt sich, ach, so ein schönes Paar. Und eigentlich ist alles gar nicht so toll, ne? Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Und ja, sie beginnt wohl eine Affäre, wird immer dünnhäutiger und hat dann irgendwann Panikattacken und das hat wohl mit einem Erlebnis aus der Kindheit zu tun. Also es klingt für mich richtig, richtig toll. Und ich freue mich auf diesen Roman. Ich freue mich natürlich sowieso auf jedes Buch. Und das ist so ein Buch, das werde ich auch definitiv im Januar lesen, weil es ja ein Rezensionsexemplar ist. Und ja, dann habe ich noch den fünften Band der Lux-Reihe vor mir. Also es sind noch mehr Bücher von der Lux-Reihe eingezogen. Ich lese gerade jetzt aktuell den vierten Band der Lux-Reihe. Worum geht's? Es geht um die Lux. Was Lux sind, werde ich nicht verraten, denn das erfährt man erst Mitte des ersten Buches. Und es geht um Katie und es geht um Damon. Und Katie zieht nach dem Tod ihres Vaters mit ihrer Mutter in einen einsamen Ort. Oder nicht in einen einsamen Ort, aber in so eine Kleinstadt halt, ne? Und im Nachbarhaus wohnt Damon mit seiner Schwester Dee, mit seiner Zwillingsschwester Dee und Katie. Und die freunden sich sofort an und Damon hat was gegen diese Freundschaft. Man weiß nicht warum und man weiß nicht, was los ist. Er verhält sich aber Katie gegenüber wie ein Macho-Arschloch, kann man so sagen. Und ja, in der Mitte des ersten Buches erfahren wir halt, was so los ist. Und ja, ich möchte euch die Freude nicht nehmen, falls ihr zu den wenigen gehört, die diese Geschichte noch nicht gelesen haben. Und ich feiere diese Geschichte so hart. Es ist mein erster Armin Trout. Und ich habe jetzt innerhalb von 2 Monaten die ersten 4 Bände dann quasi gelesen. Ich bin ja beim 4. jetzt. Und ja, die lesen sich aber auch so schnell weg. Also ich bin richtig happy. Und ich bin auch richtig happy, dass ich mir die günstig geschossen habe. Hier preisreduziertes Mängelexemplar. Ich habe hier nur eine Delle drin. Und ansonsten ist es wirklich wie neu. Und es war auch noch original verpackt, wenn ich mich nicht irre. Jo, dann war in meinem Festa-Wichtel-Paket. Ich habe es auf Instagram, habe ich es, glaube ich, geteilt. Folgt mir auch gerne mal auf Instagram. Poste ich immer viel mehr Bilder als auch auf YouTube logischerweise. Und zwar Fahr zur Hölle, Mr. B.
Auch aus dem Vesta Verlag. Es war ja auch ein Vesta Wichtelpaket und da geht es wohl um einen Dämon, der in dem Buch wohnt und mit dem Leser spricht. Es soll sehr schlecht sein, also ich habe sehr schlechte Meinungen gehört. Ich möchte mir aber mein eigenes Bild machen, weil der Klappentext wirklich sehr interessant klingt und mal gucken. Ich meine, abbrechen kann man es immer noch, wenn es nichts ist für mich. Ja, dann... Das bleibt wahrscheinlich länger auf dem Sub und ich weiß noch nicht. Irgendwann werde ich es bestimmt mal lesen. Und zwar, ja, Ein Blick in die Hölle, Buch Nummer 4. Die Originalreihenfolge, die ist ein bisschen anders, muss man sagen. Also die amerikanische Reihenfolge, weil da die Bücher doppelt so dick sind und hier sind Bücher gesplittet worden. Ja, ich lese die einfach der Reihe nach, wie fester die rausbringt, wenn ich sie überhaupt lese. Also Band 1 und 2. Da ging es darum, dass es ging um Seth. Und Seth ist so ein Rächer. Er nimmt sich die Schwerstverbrecher vor, die vom Gesetz her zu glimpflich davon gekommen sind, seiner Meinung nach, und die foltert er ins Unermessliche. Gut, jetzt war es das aber schon an Story im ersten Buch. Also im allerersten Buch hat mir das noch richtig gut gefallen und im zweiten Buch habe ich dann, das hat mir auch noch gut gefallen, aber jetzt mittlerweile habe ich keine Lust mehr, weil sich irgendwie nur die Foltermethoden, die total unrealistisch sind, die waren zwar kreativ, aber die haben sich nur so aneinander gereiht. Und im dritten Band geht es, glaube ich, den Tierschützern an den Kragen. Und den kann man auch unabhängig voneinander lesen, von den anderen. Und ja, und hier geht es um einen Roadtrip durch Amerika. Aber ja, er lässt wahrscheinlich auch mal wieder alle irgendwie foltern. Und die Bücher, die sind ganz schön dick für einen Fester. Also wenn sie irgendwie nur 200 Seiten hätten oder 180 Seiten oder so, dann würde ich die schnell mal weglesen. Aber ich glaube, die haben ja mal fast 400 Seiten und 400 Seiten lang wenig Story, nur Gefolter. Das ist mir ein bisschen zu hart. Das wird auch meiner Meinung nach mal stumpf dann auch so ab beim Lesen, weil ja irgendwie dann nichts passiert. Ja. Und das werde ich aber richtig bald lesen, weil das hat echt hochgelobte Meinungen. Und ich hoffe, Januar wird knapp, weil ich habe auch noch meine Insta-Winter-Challenge am Laufen. Und da möchte ich auch noch einige Bücher lesen, deswegen es wird knapp. Aber das soll richtig gut sein. Und zwar The Terminal List, die Abschussliste, ja, von Jack Carr, ist eben auch im Vesta, in der Vesta-Action-Reihe erschienen. Und ja, Afghanistan, ich meine, wir haben immer diese Themen in den Action-Reihen meistens, also nicht immer, aber zu 80%, zu 90%, wo es immer um Pakistan, Afghanistan, um Terroranschläge geht. Das ist halt einfach mal die Action-Reihe, ne? Bei einem Hinterhalt durch Taliban-Milizen wird fast das komplette Team von Navy SEAL-Kommandant James Reese ausgelöscht. Geplagt und von Schuldgefühlen kehrt er in die Heimat zurück, doch nun muss er erleben, wie weitere Menschen aus seinem engsten Umfeld unter mysteriösen Umständen sterben. Und wie sich herausstellt, litten alle Verstorbenen an Hirntumoren. Jo, der Klappentext geht noch länger, aber das muss reichen. Ich finde, ja, es klingt super interessant und wie gesagt, die Meinungen und Kritiken sind richtig gut und schon allein, damit ich mitreden kann und mir mein eigenes Bild machen kann, muss ich das wirklich ganz bald lesen. Aber das, also Januar wird knapp, weil Januar ist mein Want-to-Read schon ganz schön vollgespickt, aber es wird definitiv nicht lange auf dem Sub liegen bleiben. Ja, jetzt möchte ich noch wissen, was ist denn bei euch noch eingezogen? Auf was freut ihr euch jetzt im Januar am meisten? Auf welche Neuerscheinungen? Schreibt mir das mal in den Kommentaren. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann jo, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!